sonst kann ich die Bananen nicht ernten. Warum willst du überhaupt Bananen ernten? Weil ich das schön finde. Die eine Mod gefällt mir ja auch, wo du dann wirklich auf jeder Insel die Bananenstauden hast, ne? Oder sind die nur nicht aufgewachsen? Die Erdbeeren kann ich ernten. Ich gehe nochmal runter. Ich brauche Wasser. Was wollt ihr bauen? Das ist jetzt eine gute Frage. Was wollen wir eigentlich bauen? Keiner weiß die Antwort. Ich auch nicht. Wir bauen halt einfach, wie es uns gefällt. Mal gucken, was meine Aufnahme. Ach, hier sind auch noch welche. Ja, ein Schluck geht noch. Muss man jetzt einmal eine Flasche Wasser mit nach oben nehmen. Das heißt, einen Spender werde ich nicht füllen. Heute auf minus 4? Was? Ich hab mich verlaufen mal wieder. Aha. Ja, ich bin ja gespannt, Pitti, wenn ich dann deine Aufnahme angucke. So. Ja, bis jetzt ist es nur nicht so spannend. Ich laufe irgendwie. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich nicht mehr so zu tun. Ich mache ja mehr so Zeitvertreib. Es wäre, glaube ich, interessanter gewesen, wo ich das Restaurant und so gebaut habe. Das ist immer interessant. Boah, wenn das noch nicht so ruckeln tät. So, aber jetzt bin ich auf jeden Fall gefeit, hoffe ich. Dip, 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 dip. Aber beim Stream ist ja auch viel witziger, so beim Community-Stream, so miteinander zu reden, Witze zu machen und so weiter und so fort. Das ist halt. Yep. Jetzt baue ich schon wieder normal. T-Fix. Ich verballer immer das Billigholz quasi und muss dann wieder umbauen. Warum machst du das? Weil ich es immer vergesse. So. Also hier in dem Raum war alles gespawnt, respawned. Aber ich liebe diese Fahrstundenmusik, ne? Ding, ding, ding. Was ist dein Lieblingsvideospiel? Das ist eine gute Frage. Kann ich das überhaupt beantworten? Weil es gibt viele Games, die ich mag. Aber ich würde sagen, durch das, dass ich ja da auch schon mehr wie 400 Parts habe, ist es King of Retail tatsächlich. Auch wenn ich jetzt halt eine ganz lange Pause hatte. Ja, das mit der Diebstahlsicherung so, das finde ich jetzt auch ganz interessant. Aber also wenn ich das mal wieder spiele, muss mich da erstmal in das Personal da einfuchsen. Also ich finde, das ist jetzt, es ist zwar schön, aber es ist jetzt auch schon fast zu umfangreich mit dem Personal, finde ich. Ja, oder? Es ist schon ein großer Verwaltungsaufwand, ja. Ich wollte auch neu anfangen, da meine Spielstände wechseln, aber habe ich irgendwie Lust verloren nach einer halben Stunde. Ja, meine Spielstände sind ja auch weg, weil King of Retail eins der wenigen Spiele ist, die Spielstände nicht in der Steam Cloud speichert. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich meine Spielstände von meinem alten Laptop irgendwie nochmal runterkriege. Eigentlich habe ich die Festplatte kopiert, weißt du, und dann alles auf meinem Dings rübergezogen. Aber komischerweise bei King of Retail, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, was da die Spielstände sind. Das ist das Problem. Ja, das ist wirklich blöd. So. Weil ich hatte ja auch schon einen riesigen Konzern. Den hatte ich ja auch, aber ich wollte jetzt halt nicht weitermachen an dem Konzern. Ich dachte mir, okay, jetzt wenn das Update da ist, dann fange ich lieber neu an. Ich kann das auch verstehen, weil du hast jetzt auch so lange nicht mehr gespielt, dass du für das Let's Play, du weißt ja gar nicht mehr,
wo du stehen geblieben bist. Das geht mir jetzt aber auch so. Ich weiß nicht, ob ich mich dann da wieder reinfinden würde. Vor allem, ich habe ja alles auch mit Excel-Listen und so weiter gemacht und das war mir dann im Nachhinein so ein bisschen zu übertrieben. Man hat es, glaube ich, in den... Jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich hier hingerannt, weil ich was wollte und jetzt habe ich vergessen, was ich hier wollte. Geh den Weg nochmal zurück, sagt man doch. Genau, geh die Treppen nochmal runter. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ach, jetzt ist mir wieder eingefallen. Hast du es wieder aufgehoben, den Gedanken? Das ist bei mir aber auch so, weil mein Kopf ist so schnell, ich denke über so viele Sachen gleichzeitig nach, dass ich dann immer durcheinander komme, weißt du? Haben wir hier noch was Schönes? Nee. Den Rucksack haben jetzt alle, ne? Ja. Ja. Okay. Und vor allem, die könnten wir schnell wieder machen. Wir haben, glaube ich, recht viel Leder auch. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. So, ich glaube, hier muss ich... Gesundheit? Gesundheit. Dankeschön. Aber echt, dein Vogel, der hängt hier in der Glaskuppel drin. Mhm. Der hat die Glaskuppel schon durchstoßen. Es gibt doch diese... Ich weiß noch, wo du in einer deiner, ich glaube, das war irgendein Co-op-Sentman, wo du hier auf Tangaroa alle Bäume gefällt hast, weil du Holzmangel hattest. Ah ja. So, wenn ich das jetzt verkaufe, dann geht mir das da alles kaputt. Also springe ich jetzt so runter. Ich habe nämlich keine Nägel mehr. Mist. Stimmt, so, ich wollte das Ding weiterbauen. Okay, so richtig nach dem, was ich machen wollte, schaut es nicht aus. Naja. Wieder ein Sprung nach ganz unten. Es ruckelt schon wieder so extrem. Ja, dein Stream ruckelt, da hast du recht. Ich denke aber auch, dass es zeitgleich noch daran liegt, dass wir in Tangaroa sind. Tangaroa und dann sind wir, glaube ich, zu fünft jetzt, oder? Oder zu sechst? Ich weiß nicht, ich guck mal kurz bei... Wie wir in der Quasselecke sind, wir sind zu fünf. Warte mal, ich nehme lieber nochmal Schrott mit. Wir sollten eigentlich in den Fässern, die ringsrum in den Netzen hängen, sollten wir eigentlich einiges haben. Dumm, die Dummen. Dumm. So. Das bin ich am Überlegen. Mache ich so eine Blümsche oder mache ich so eine Blümsche? Ich kann es auch im Wechsel machen, ne? Kannst du machen, wie du möchtest, ja. Warte mal, ich kann... Oh, der Fall Bräutstief. Denke. Das Denke, das war der Pitti-Platsch, ne? Und da habe ich übrigens auch meinen Spitznamen her. Pittichen. Oder nein! Wir mal. Oh, verdammt. Leiter verbaut. Und dann... Denne. Ich muss überlegen. Ich bin auch hier sehr eifrig am Überlegen und jetzt habe ich kein Licht. Na super. Kann ich mir wenigstens eine Lampe herstellen? Das wäre
Das wäre gut. Sonst muss ich jetzt dann nochmal runter. Ich hätte mir so eine Stirnlampe vielleicht mal mitnehmen sollen. Wo bist du denn? In meinem Ballon. Ach so. Eine Stirnlampe ist noch im Lager. Ich guck gerade. Na, ich guck gerade. Man konnte doch eine Fackel bauen. Wo ist denn die? Bei Sonstiges oder so, ne? Nee. Nee, beim Möbel war die, genau hier. Die Laterne. Genau das wollte ich. Umbaufläche. Ah, das vierte Licht. Ja, war ein Telefon. Telefon? Ja, Frau hat angerufen. Ich bin ja noch in der Arbeit. Du bist doch in der Arbeit. Ja, ich bleibe über Nacht in der Arbeit, damit ich wegen zocken kann. So faul zu meinem Fahren. Ja, wie gut, dass dein Chef nichts dagegen haben kann, ne? Ja, schwierig. Ja. Warte mal, vielleicht so. Ist das blöd, dass ich mir schon ein Video über dieses Tangora angeschaut habe, weil jetzt ist es langweilig, da reinzugehen irgendwie. Weil du es schon kennst, ne? Ja, ist blöd. Warum kann ich... Ich eigentlich auch gehofft, dass ihr da irgendwas Neues heute... Probier ich jetzt mal. Ja. Na, du kannst halt nur diese Token da suchen. Ja, habe ich aber. Oh, wo sind die eigentlich? Achso, in dem... Überall Dingler, versteckt. Ja. 9 Stück habe ich. Cool. Oh, warte mal. Oder werden die zusammengezählt von uns allen? Ja. Ah, so, okay. Oh, also jetzt bin ich... Oh. Habe ich einen Schritt zurück gemacht, jetzt bin ich runterplumpst. Ich habe mal so ein Weltrekord-Ding angeschaut vor dem Spiel. In 2 Stunden hat er das komplett bis da durchgespielt. Ich kann dem immer nichts abgewinnen, sowas in so Speedruns zu machen. Aber gut, da hat jeder so seins, ne? Ich habe es mal angeschaut, weil es irgendwie lustig war. Der ist praktisch schon oben ausgestiegen, weißt du, in der Kuppel oben. Der hat das eigentlich schon vorher gewusst, wo er hinbauen muss. Ja. Der war praktisch schon genau da, wo er hin muss. 4, 5. Ja, da gibt's schon Experten, ne? Die wissen echt absolut genau, wo. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. 8, 5. Kann ich? Hier kann man nicht durchlaufen. Hm? Ey, wir letzten ihr Feuerwerkskörper hier, nehmen wir los. Ich nicht. Ich bin unschuldig. Naja, das war bestimmt wieder derig. Ja. Ja, ganz leise. Ja. Verdammt, ich krieg... Der Erich ist ehrlich. Ich krieg hier wieder keine Ecke hin. Ja, bei Sternchenhaus siehst du, dass die so eine typische Frau ist, die so dieses Dekorieren drauf hat. Ich bin zwar auch eine Frau, aber das ist nicht so meins. Du bist nicht so extrem. Also, und wenn ich mir das so angucke, die hat das so richtig, ne, das Weibliche halt. Das ist so. Meine Wohnung ist auch ziemlich kahl. Ich habe nirgendwo solche Stehrumschen. Kann das nicht haben, wenn ich Staub wischen muss und dann da erstmal die halbe Bude umräumen muss, weil ich dann... Ich habe auch die Fensterbänke frei, weil ich muss spontan das Fenster aufreißen können. Ich kann das nicht haben, wenn ich Fenster aufmachen will, dann muss ich eine halbe Stunde die Fensterbank leer räumen. Verdammt, ich krieg hier... Heißluftballon hast du gebaut. Ich versuch's zumindest, ich bringe aber diese eine Ding nicht hin, diese eine Schräge. Aber die hast du doch in der anderen Ecke hingekriegt. Ja, ja, aber ich möchte nicht die Schräge. Ich möchte die andere Schräge. Ach so. Die, was immer so hin und her wackelt. Aber ich glaube... Warte mal, wenn ich das... Coole Idee. Weil da kriege ich die Schräge hin. Wenn ich es mal so probiere... Mann.
muss ich wahrscheinlich außen. Außen wahrscheinlich so eine Ecke hinmachen. So, Pitti, jetzt sei nicht so bescheuert und fall ins Wasser, weil du hier. Würde mich ja nicht wundern. Ups, sehe nichts. Vielleicht muss ich das doch von unten nochmal lösen, das Problem. Servus, Knecht Flecht. Ja, Knecht. Ist schon wieder dunkel? Ich habe das Gefühl, es ist nur Nacht hier. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss das von hier unten auch nochmal probieren. Was soll's? Material haben wir. Aber ein Ballon ist doch gleichmäßig. Warum willst du denn hier eine andere Ecke haben? Verstehe ich gerade nicht. Ja, das muss ich jetzt eben mal ausprobieren, wie das ausschaut. Wenn also das geht. Ich komme überhaupt nicht mehr zurecht. Durch das ganze Hilfsgerüst, was ich da gebaut habe, fehlt mir jeglicher Überblick, was jetzt eigentlich endgültig sein soll. Und was, ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich bauen soll. Oder wie ich damals bauen wollte. Das kommt schon mal hier nicht, ne? Was ist das mit überlege? Welche Blüme ich hier reinpflanze? So, dann lasse ich das eben so, wie es war und fertig. Ach so, ich habe hier. Danke für den Follow, Knecht Flecht. Servus. Servusle. Ja, ich will doch in die Schmiede. So, die Zahn. So, dann lasse ich es eben so. Super. Hm? Also das ist auf jeden Fall. Mit allem gerechnet, aber nicht damit. Mit was hast du gerechnet? Ja, ich mach die Kiste auf, wo Kupfer draufsteht und es sind Platinen drin. Da hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Du hast gedacht, da ist wirklich das drin, was draufsteht, ne? Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich mir das einbilden konnte. Tja, mal ehrlich. Ich muss auf der Dings. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Nicht wegwerfen. Also. Hast du wieder was weggeworfen? Ja. Bist du verschwenderisch schon wieder? Ja, ehrlich doch. Ja. So ist richtig. Zack. Servus. Servus, Tyler Lee. Servusle. Ich bin ja schon froh, dass das jetzt wieder funktioniert. Oh, Brüstler, stimmt, das ist eine gute Idee. Cheers zum Wohl, gleich mal einen Schluck Kaffee trinken. Prost. Brüstler, ja. Auf die Gesundheit. Ups. Runtergefallen. So. Da ist doch eine Plattform. Servus. Ich bin der Meinung, ich habe damals für die Schmiede eine Kiste Glas und Sand gemacht. Und die ist jetzt weg und ich finde Glas überhaupt nicht mehr. Glas ist tatsächlich bei den Bienendingen da. Bei den Bienen? Ja, da wo der Honig auch drin ist und so. Da hätte ich jetzt gar nicht gesucht. Andere Seite Richtung Bio. Das sind doch die vier Bio, Kisten. Bio-Tank.
für die. Richtung Biotank? Ja. Batterien, Honig. Wo ist der Biotank nochmal? Stopp. Da sind die Kisten. So. Guck mal. Ah, da, ist, da ist der Biosprit, der fertige. Die untere ist leer und da sind Eier drin und oben drüber ist Glas. Und, okay. Die und Honig. Honiggläser. Okay. Ja, und ich hab. Ich muss irgendwo einen Turm bauen können, aber ich bin die richtige Stelle nicht. Am besten einfach einen aufbauen und dann siehst du schon, in welche Richtung du musst. Ja, der Clou ist ja das, von dem, was ich vorhab, dass der Zugvogel ist am vordersten Eggler vom Floß. Ja. Und der Turm muss ja hinten sein. Und das ist hier drin. Ach so. Müsste hier sein. Und da ist oben drüber was. Aber wir haben doch hier schon. Ach, ich kann ja. Ich verstehe das nicht. Ich kann ja da innen nicht bauen. Ich bin ja auch doof. Muss ich wieder ändern. Oh, ich habe Hunger. Ich glaube, ich muss gleich mal. Mahlzeit. Ein Würstle oder sowas holen. Was, Würstle? Mhm. Ach so, jetzt in Real Life. Ja, in Real Life. Essen klingt gut, ich mach mir mal eben Brot. Mahlzeit. Boing. Bin auch mal ganz kurz AFK. So, dann mache ich das jetzt so. Ach verdammt, das geht ja auch nicht. Ich brauche Stelzen. Weil ich habe Gestellheit. Aber ich habe noch 230 Holz von die 1000. Mhm. Und ich brauche Plastik. Aha. So, dann mache ich hier, weil das sieht man eh nicht. Fensterrahmen. Habe ich schon wieder Durst. Zum Glück habe ich mein Fläschler dabei jetzt. So, es gibt Buletten und einen einsamen Babybell, den ich noch im Kühlschrank gefunden habe. Das passt auch. Nein. Buchler, Raffel. Ich habe auf einmal... Nee, ich war... Wann war ich in Einkaufen? Ich habe heute eine halbe Stunde eher Feierabend gemacht, weil ich gestern 2 Überstunden gemacht habe. Und dann war ich schon um 11:30 einkaufen. Und dann habe ich mir, war ich um 10:30 wieder da. Dann habe ich mir so ein Baguette gemacht. Und jetzt habe ich wieder Hunger. Abendbrotzeit. Habe ich gar nicht normal, ne? Mhm. Na, mal schauen, wie das, wie lange das heute auch hier geht. Weil ich habe ja schon geschrieben, ne? Open End. Ach so, ich dachte 2 Stündler bis 19 Uhr. Ja, wenn wir noch 2 Stündler keine Lust mehr haben, dann können wir aufhören. Aber ich habe morgen meinen freien Tag. Ah ja. Ich glücklicher. Mhm. Ja. Ich muss spätestens um 11 raus, dann muss ich ins Bett. Es ist aber auch wirklich schon Oberkante und Unterlippe. Um 5 bimmelt der Wecker wieder.
So, und damit ist dann der Ballon nämlich innen auch mit einer Ebene. Ups. Es ist halt ein bisschen ruckelig. Also ich meine, die Übertragung ist Bombe. Da habe ich keinen einzigen Fehler bis jetzt. Aber das Game selber, ne? Aber hoffentlich reicht mir jetzt das Holz noch, dass ich zumindest hier die Ebene noch fertig machen kann.